So, was haben wir hier, meine Freunde? Unge reagiert auf Revi und seine Kumpelfreundin. Da wird's jetzt interessant. Was sagt Simon Unge eigentlich zu meiner Kumpelfreundin aus Schweden? Und vor allen Dingen, wen interessiert's? Lange kein Unge-Video mehr geguckt, bin ich ehrlich. Viele haben geschrieben, sollen wir bei Revi vorbeischauen. Der hat irgendwas gemacht mit der Schwedin. Alle sagen nur, die Schwedin, die Schwedin. Die Frau hat einen Namen, die heißt Julia. Schwedische Freundin, das ist aber auch... Ich sag nur Deutsch mit meiner... Reden mit meiner, mit schwedischer... Digga, der kann nicht mal selber Deutsch reden. Freundin. Ist das jetzt deine Freundin oder eine Freundin? Muss mal kurz in dieses Video hier reingucken jetzt. Schatz! Mann, wie war dein Tag? Hm? Wie war dein Tag? Kopfhörer? Was ist denn? Kopfhörer? Kopfhörer. Ja? Kopfhörer, du musst die Kopfhörer anziehen. Oh, I need to listen. Okay, ja, ja. Also was kochen? Nee, nee, ob wir was kochen, also ob wir was zubereiten. Die CSGO-Profi, die ist CSGO-E-Sportlerin. Nicht nur das, sie ist die beste Counter-Strike-Spielerin der ganzen Welt. Ist das jetzt Drevis Freundin? Ich würde sagen, wir fahren dann einfach. Das läuft hier super, Alter. Geht. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Julia hatte die wunderbare Idee. Aber sie wohnt bei ihm gerade. Ja, dann läuft auch was, Leute. Man kennt es doch, oder? Die war ja zu Besuch. Spaß. Hallo, Mann und Frau können doch einfach nur Freunde sein, Leute. Ihr müsst nicht immer sowas vor... Ja, die kann doch einfach mal zu Besuch kommen, wenn die sich halt Deutschland angucken will. Wieso werde ich jetzt hier wieder dargestellt, als wäre ich hier... also das ist jetzt... Man muss auch an der Stelle einfach mal sagen, dass man auch einfach zwischen Männern und Frauen kann man auch dann mal eine normale... Knistert, Leute! Da knistert! Halt deine Fresse, Unge! Halt deine Fresse! Jetzt müssen wir kurz einmal das. Jetzt müssen wir einmal kurz hier die Lage checken. Jetzt müssen wir einmal die Knisterlage checken. Heute rede ich nur einen Tag lang Deutsch mit Julia, meiner schwedischen Kumpelfreundin. Oh shit! Oh shit! Oh my God! I love you, Bro! Oh shit, meiner Kumpelfreundin. Mhm, Kumpelfreundin. Meiner Kumpelfreundin, ja. Oh mein Gott. Kumpelfreundin, oh mein ja. Oh Gott, wie kann sowas passieren? Kumpelfreundin. Um Gottes Willen. Was denn? Um Gottes Willen. Kumpelfreundin. I love you, Bro. Ach, er denkt, ich bin gefriendzoned worden. Danke für den Sub. Oh shit. Hat sie gesagt, Bro, oder er? Das ist die Frage. Oh, man weiß mal, es nicht. Hier sind ja auch freizügige Bilder. Das ist mir ein bisschen zu wild für YouTube. Aber sie ist Pro-Player in Team Originum. Okay, sie ist schwedische Profispielerin. Ja. Okay. Es ist Revis Kumpelfreundin. Genau. Oh mein Gott. I love you. Bin ich Bro. Jetzt? Ist es eine Kumpelfreundin? Das wird in die Hose gehen, weil sie kein Deutsch spricht. Wie bitte? Ja? Perfekt. Also, Julia spricht nur Englisch und Schwedisch und versteht so ein ganz... Ich glaube, er will, aber sie nicht. Ungerückt, direkt so Gerüchte in den Chat streuen. Ich glaube, ich habe ja gehört, Revi wollte ihren Antrag machen, aber sie hat abgelehnt, einfach so. Das stimmt. Eigentlich war es auch so, dass ich schon ein Haus gekauft habe, mit einem Heiratsring drin, aber... Irgendwie, ich glaube... Sehr gut. Leute, wir müssen die Gerüchte verbreiten. Ich glaube, er will, aber sie nicht. Oh, sie hat gesagt, I love you, Bro. Sein ist ein bisschen Deutsch, weil Schwedisch und Englisch. Meine Kumpelfreunde, da kriege ich auch schon wieder Cringe-Gänsehaut. Cringe-Gänsehaut. Dieser Mann ist 30 Jahre alt. Glauben Sie es? Ich auch nicht. Meine schwedische... Oh, ist die letzte Satz mal lesen? Ich kann nicht mehr, Alter. Der ist doch zurückgeblieben. Der ist doch straight up einfach zurückgeblieben, dieser Junge. Heute rede ich einen Tag lang nur Deutsch mit Julia, meiner schwedischen Kumpelfreundin. Hätte man dieses Wort nicht weglassen können. Eieieiei. Der macht's aber auch so unangenehm. Ich bin actually ziemlich schwedisch und englisch wahrscheinlich. Genau. Schwedisch und Deutsch actually ziemlich ähnlich sind. Bevor ich jetzt irgendwelche dummen Kommentare höre, ja, ich habe meinen Bart rasiert und ja, es sieht absolut scheiße aus. Wir gehen jetzt kurz in die Stadt. Absolut scheiße aus. Alle in den Kommentaren fragen, ach, ob Digga, er seinen Simon. Bart rasiert hat. Wir gehen jetzt kurz in die Stadt. Danke, dass du mal vorgelesen hast, Bro. Ich denke mal, ich werde immer so ein bisschen was mitfilmen. Mal schauen, mal sehen, mal gucken, mal schauen, mal... Und dann hat sie in mein Ohr geflüstert. This is real. Sie hat so Revi ins Ohr geflüstert. Sie ist zu Revi gegangen und hat gesagt... Sebastian, it was a pleasure to be here with you. Thank you for the wonderful time. I love it to be with you. Bro. Tot. Und Revi in dem Moment. Tot. Ja, und das ist das Konzept von diesem Video. Ich meine, letztendlich ist es nicht mehr als ein normaler Vlog, in dem ich einfach nur Deutsch spreche mit jemandem, der nicht Deutsch spricht. Absolut arschgeile Idee, oder? Okay. Könnte ich auch genauso gut mit Unge machen, einfach. Bist du fertig? Ja, fertig. Ja? Sollen wir gehen? Mhm. Sollen wir raus? Mhm.
Okay, sollen wir zuerst zu den Typen die Schuhe wegbringen oder shoppen gehen? Shopping? Yeah, I don't know what you're saying. Also wir können halt zuerst raus und die Schuhe wegbringen. Yeah, we can also go. Ich will Julia niemals Unge vorstellen, Alter. Das ist ja super unangenehm. Oder halt zuerst. Am liebsten würde ich niemandem Unge eigentlich vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Erst shoppen gehen, wie du möchtest. Ja? Perfekt. Okay, Schuhe habe ich ja jetzt weggebracht, ne? Mhm. Und die werden jetzt sauber gemacht. Also man merkt auf jeden Fall, dass es bei Revi ganz schön knistert. Digga, ich rede ganz normal mit der. Was knistert da? Das Einzige, was bei dir knistert am Arsch, sind Hämorrhoiden, du Hund. Man merkt auf jeden Fall, dass bei Revi ganz schön knistert. Das knister, muss man sagen. Knister, knister. Ach, Simon. I had a wonderful time with you, Kumpel. Digga, dieser Junge ist doch, der muss doch 1A zurückgeblieben sein. Das kann doch nicht sein. Ist 62 Euro dafür zu bezahlen oder findest du es fair? If I think what is what? Also findest du, das ist ein fairer Preis, 62 Euro für eine Schuhreinigung zu bezahlen? Ja. Ja? Ja. Findest du es nicht teuer? Mhm. Nicht teuer? Ja. Also okay. Ja. Alles klar, perfekt. Ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Hat dir gefallen, was ich gekauft habe? Hallo? Hallo? Hat dir gefallen, was ich... Wer ist das ein schwieriges Thema, Revi? Deine Kumpelfreundin. Gekauft habe? Wer benutzt das Wort Kumpel? Kumpelfreundin? Wir sind Kumpel. Was denn? Also, Freundin. Findest du die Sachen schön, die ich gekauft habe? Oh, you're talking to me? Yes. What are you saying? Sind die Sachen schön, die ich gekauft habe? Really nice, yes. Yes? Yeah. Gut, sollen wir dann gehen? Also wollen wir dann los? Also wollen wir gehen? Wollen wir gehen? Stark sein. No? You don't want to go to your Uber? Yes. Was geht ab? Was geht? Was geht? Alles gut? Ja. Ja? Ja. Bist du gut? Ha? Bist du so gut? What are you saying? Gewinnst if du? If I'm winning? Gewinnst du? Yeah, I'm winning. Wie viel steht's? You see? Okay. Practice. Gute Stadt. Top. Okay, Julia, wollen wir schwimmen fahren? Ja? Ja? We're going. Yes. Okay. Der sagt doch jetzt nichts mehr. Der ist komplett gefesselt. Ich glaube, der hat einen Schlaganfall, der Junge. We're going to swim, right? Willst du auch was essen da oder nicht? What does that mean? Also, was if essen? I want to. Ob du hungrig bist oder so. If I'm hungry? Ja, so, ob du Hunger hast halt, ne? Yeah, I'm a bit hungry. Also sollen wir da was essen? I want to eat. Also sollen wir da was essen oder nicht? Yeah, no. Ja, ja, nein? Nein. Nein? Yo. Yes? Yo. Okay, also gut, perfekt. Dann fahren wir jetzt los, oder? Dann können wir doch gleich... Holy shit. Was ist passiert? Ey, die Tür war auf. Ich wollte so ganz cool hier nicht. Digga. Auf geht's, okay? Let's go. Yeah, yeah. Okay, und jetzt? Kumpelfreundin. Andersrum, einen Tag eigentlich reden mit Mo. Hello, how are you? I'm fine, and you? You smoking cigarettes? Yes, I'm smoking cigarettes. Seit Sportzigarette hat er gesmoked. 10 years, I think. It's like a tornado, man. So, so. Gehen wir schwimmen? Ja, yeah, I'm ready to swim. Digga. Okay, hast du Bock? Bock. Ob du Bock hast? Ob yeah. du Bock hast zu schwimmen? Ja. Yeah. Hast du? We're going. No, okay. I haven't. Schwimmbad. Schwimmbad also war sehr schön. Fahren. Schwimmbad also, war sehr schön. Hast, Schwimmbad war wirklich schön. Es war sehr entspannt an dem Abend. Können wir fahren wieder, oder? Verstehe ich es jetzt richtig? Ja, yeah, that's for real. So, you're not... Was macht dieser Junge? Oh. Der ist Reaction-YouTuber und guckt die ganze Zeit nur. Bro, mach mal wenigstens den Mund zu, wenn du atmest, Simon. Oh, yeah. No, front. Should we go? No, we shouldn't go home. I see. Okay, dude, for real. Schatz. Mann, wie war dein Tag? Hm? Wie war dein Tag? War gut? Ja. Yeah. Ich hab gerade den ganzen Abend... My day was good. Pass auf, ich möchte dir kurz einen Clip zeigen, okay? Und jetzt schau mal. Sag mir, was hältst du hier von uns? Der pennt ja fast ein. Was macht der? Okay, zieh deine Kopfhörer an. Kopfhörer? Was ist denn? Kopfhörer? Kopfhörer. Ja? Kopfhörer. Du musst die Kopfhörer anziehen. Oh, I need to listen. Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Jetzt spiel's ab, okay? Und sag mir, yeah, was du denkst. Ja, this one? Ja. Ja, Mann! Baby! Let's go! Oh! 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 Nochmal! Oh, ja! Oh, oh, oh! Oh! Was ist denn mit Unge los, Alter? YouTube-Mitarbeiter, der das Video schaut. Need to fix my hair. Cool, oder? You're crazy. Why are you doing this? Unge! Sag doch mal was! Ja. Ich war zwei Stunden lang war ich Crewmate. You get killed Stunden. By a... Nein, ich war zwei Stunden lang war ich Crewmate, verstehst du? Immer nur Crewmate. Warum sagt er nichts? Wie unangenehm ist es? Oh, you were always crewmate, never imposter. Genau. Again? Ja, ja. So oh eine Scheiße, God. Oder? Like last time. Oh my God. Was für eine Scheiße. Sollen wir da Hunger? Hallo? Mhm. Ja? Hast du Hunger? Ja, yeah, I'm hungry. Okay. Wie viele Sponsoren hat der eigentlich? Können wir mal kurz darüber reden? Sollen wir was kochen zu Hause? We're gonna go to the house and eat. Ja? Aber yeah. Sollen wir was kochen? Ha? Was kochen? Also ob wir was kochen sollen? Das hat mich auch wirklich so gestört, dass die nicht verstanden hat, was ich gesagt hat. Also,
Was so. Kochen? Also, wo hat sie geschlafen? Ja, in meiner Wohnung. Also was kochen? Nee, ob wir was kochen, also. Wenn mich jemand so zulabern würde, ich würde einfach nur ausrasten. Ja, Bro, du sagst ja die ganze Zeit nichts. Was zubereiten? Ich würde sagen, wir fahren dann einfach. Aber die sind beides ein gutes Team, oder? Die sind beide ein gutes Team. Das ja. Läuft hier super. Keine Ahnung, was du da gesagt hast, Simon, aber ich fühle das. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, wir sind ein gutes Team. Sollen wir uns heute besprechen? Also sollen wir uns richtig fett besprechen? Digga, die sind ein mega Pärchen, Alter. Die sind richtige Pärchen. Oder eher nicht, weil wir müssen ja morgen früh aufstehen, ne? Verzip? Oh, really? Verzip? Ja, yeah, bei Apfelschorle. One glass. Okay, perfekt. Bro, würdest du sagen, da soll noch ein bisschen Knoblauch rein oder eher nicht? Mhm. Mehr Knoblauch? Ja. Noch mehr? Nee. Also, ich esse es nicht. Okay, so try it. Nee, das ist Knoblauch. It doesn't taste, das right? Schmeckt nach Knoblauch. Ja, aber es schmeckt voll nach Knoblauch. Also, findest du das nicht zu viel Knoblauch? Knoblauch? Mhm. Pieces. Mhm. Yeah. Findest du nicht zu viel? I like it. Nicht zu viel? Also, du würdest schon sagen, das ist genug, oder? Das ist gut. Do you think they're weird? No. This is like over. The pasta is scheiße. Hey Meisterkoch, was geht ab? Was gibt's zu essen? Master Chef? Ja. That's me. Aha. Was hast du gekocht? What we made? Mhm. Das ist so krass, dass sie es einfach verstanden hat, oder? Tortelloni? You say that? Mhm. Der sagt die ganze Zeit gar nichts. Was ist das für ein schlechter Reaction-YouTuber? Butter Garlic Sauce. Okay, pass auf, ich habe einen Vorschlag, ja? Wir beide. You have an idea? Aha. Wir beide essen jetzt. We eat it. Mhm. Und danach gebe ich dir deutsche Wörter. German words. Aha. Und du musst erraten, was es heißt. Also ich sie muss sagen, krass. Ich finde sie sehr lustig und ich finde Revi auch ausnahmsweise mal sympathisch. Was soll die Scheiße denn? Was soll das denn jetzt schon wieder? Ja, ich bin wirklich arrogant und habe mich verändert. Er hat recht. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das sage, aber Revi, schade, dass du deine Kumpelfreundin ist, weil ihr passt echt gut zusammen. Sie macht einen besseren Menschen aus dir. Vielleicht kommen wir dich mal besuchen auf Madeira, Simon, mit der Kumpelfreundin, man weiß es nicht. Revi, tja. I must guess what they're about. Genau. Passt echt gut zusammen. Perfekt. Danke schön. Alle sagen das. Was, Doni, was sagen alle? Wieso bist du nicht Sub? Sub mal lieber rein, bevor wir jetzt hier weiter im Chat schreiben. Unverschämtheit, Alter, wirklich. Part of the video, okay? I swear I'm not going to bother you anymore with German words. Tut mir leid. You have to guess what does the word mean, okay? Mann, dieser Rentner hier unten macht die ganze Zeit gar nichts und er lebt davon. Das triggert mich, Alter. Okay, Baumschule. Baumschule. Baum. Schule. Schule. Who was actually right? So it's school. Uh-huh. Baum. Baum is... Baum, tree. Tree school? Uh-huh. What the fuck is tree school? What the fuck is tree school? This word doesn't exist in English. Oh my. It's wow, sorry. Basically, in Germany we call it Baumschule. Mm. This is the place where you grow young trees. Basically just like a garden. What the fuck? Okay. Fokus sitzt aber 1A hinten auf dem Schrank. Haltbare Milch. Something milk. Mhm. Berry milk. Haltbar. Haltbar. Mhm. Almond milk. Mhm. Doni, Almond milk. Du hast es verstanden. Long lasting. Long lasting. True. Schlau, Schlag. Oh, damn, you're good. Okay. Yeah, we have this thing. Ja, nicht nur die Milch ist long lasting. Was ist es called in Sweden? Holbar. Holdbar. In Schweden ist sowieso. Die Schwedisch ist hat sehr viele Similarities zu German. Also da gibt es sehr viele ähnliche Wörter. Holdbar. Das weiß natürlich Simon Unge, weil er schon so oft in Schweden war und weil er auch ausschließlich Schwedisch spricht. Just one laugh. Anschnallgurt. That's not good. Anschnallgurt. Anschnallgurt. Aha. We say good night. Tobi Gaming, Mailoff, danke für die Subs. It's part of the car. It's one. It's part of- hey Doni, Mann, danke für deinen Sub. Doni, wirklich. Also da muss Doni. Car. Da muss ich ja. Stopp! Oh, stopp! Yeah! You get stopp! Nice! Doni, danke, Mann! Danke! X-Tobi, hey! Danke! And now? Auf Wiedersehen! Bis ciao. Zum nächsten Mal! Can you say bis zum nächsten Mal? Bis zum nächsten Mal! Peace out an der Stelle! Checkt auf jeden Fall ihr Instagram aus und wir sind an der Stelle raus! Ja, das was sagt Unge jetzt noch Unangenehmes? Komm! Arschneiße, Dummer! Ich bin an der Stelle raus! Mach's gut! Und letzte Worte, Bro! Kann ist auch sehr süß, muss man sagen. Perfekt, halt dein Maul. Check Revi aus, Küsse gehen raus. Das war das Fazit, Bro! Ach, Simon, löch dich einfach, ganz ehrlich, peinliche Nummer.